Eine neue Ära beginnt. Top Tier Takeover präsentiert Alpha Royal, das größte Battle-Turnier, was Deutschland je gesehen hat. 8 Teilnehmer, 7 Battles im K.O.-Modus, einer bleibt stehen. Es geht um sage und schreibe 10.000 Euro. Aber das war noch nicht alles. Nein, Bruder, das ist noch lange nicht alles. Der Gewinner kriegt nicht nur 10 Mille auf die Kralle, sondern jetzt kommt, wir bringen mit dem ein Album raus. Ja, der kriegt ein komplettes, vollwertiges Album mit Promophase, mit Videos, alles im Wert von, keine Ahnung, 200.000, 300.000 Euro wird das auf jeden Fall kosten. Das kriegt der Gewinner. Also es geht um einiges und wir haben 8 der besten Battle-MCs Deutschlands hier vereint, die gegeneinander antreten. Ich freue mich sehr drauf, das wird der Überschritt. 4 Matches, die Vorrunde beginnt am 12. Oktober in München. Und das erste Match wird bestritten von Merlin und Lyrico. Komm aus dem Pott nach Bayern für den Sieg, wie Lewandowski, Hummels und 2, 3 weitere, die es gibt. Zerteile diesen Freak, denn das ist Battle Rap, mein Heimatgebiet. Und heute verteidige ich dies, denn ich bin mitschuld daran, dass es diese T-Way-Scheiße hier noch gibt. Ich hab nicht überlegt, er hat sich an meinem Hype nichts als bedient. Also bekämpfe ich hier heute die Geister, die ich rief. Ja! Grüß euch, ihr alten Schlabbernasen. Ich bin's, Merlin. Und am 12.10. geht's los. Alpha Royal präsentiert von Top Tier Takeover. 8 MCs, ein Turnier, ich bin dabei und treffe in meinem ersten Battle auf keinen geringeren als Lyrico. Ich freue mich drauf, freut ihr euch auch drauf, erscheint zahlreich, freut euch auf die Videos, auf die Stimmung und Lyrico, freu du dich auf ein geiles Battle. Junge, das hier ist ein Rap Battle. In der Vorbereitung bringt es dir nichts, gegen den Sandsack zu hauen. Und wen willst du eigentlich verarschen, wenn du mit deinem grimmigen Blick immer in die Kamera schaust? Benimmst du dich so behindert, dass ich langsam mal glaub, deine Mama hatte bestimmt ein Trittmischschild an ihrem Schwangerschaftsbauch? Aber ey, das ist das Titelmatch. Ich will gar nicht über seine Mutter reden. Aber die hat ihn immer fallen gelassen und meinte, ach, das geht noch, 3-Sekunden-Regel. Hey yo, was geht ab, was geht ab, was geht ab, ihr kleinen Motherfuckers und Motherfuckerinnen. Hey, Alpha Royal steht an. Tierstar Andres und das ganze Top-Tier-Takeover-Team präsentieren zusammen mit Kollega dem Boss das Alpha Royal Battle-Rap-Turnier. Am 12. Oktober geht es los, ich werde gegen den guten Merlin ran müssen. 12. Oktober, das Datum ist fix. Lyri ist auch dabei und jede Punchline, die sitzt. Ich habe schon mal eure ganzen Rappernamen in den Grabstein geritzt. Jawohl, Merlin, Lyrico, geiles Match. Dann haben wir noch eins, wo es wahrscheinlich ein bisschen in die stilistisch andere Richtung geht, ein bisschen härter. Und zwar habe ich mir gewünscht, Kato gegen Jarambo. Wie so ein spuckender Reizdarm. Warum redest du dann immer wie so ein Hund in der Cypher? Du bist nicht der Boss, höchstens auf deiner lokalen Reisfarm. Ich kenne deine echte Stimme, benutz sie doch einfach. Dann würde man auch irgendwas verstehen auf deinen Scheißsongs. Du musst nicht wie ein Mongo reden, nur weil dein Vater aus der Mongolei kommt. Fresse halten! Yo, Kato Kuluchi hier, Top Tier Takeover und Kollega präsentieren das Alpha Royal. Der Auftakt ist am 12.10. in München im Technikum und Jarambo, ich habe keinen Bock auf irgendwelche großen Ansagen, wir werden uns schon genug zu erzählen haben. Luck, komm ins Technikum, wir müssen reden. Du bist so ein schwuler Gnom, wenn der sich mit seiner Frau streitet, guckt er seine Tochter an und sagt, du Hurensohn. Ey, du bist so billig, dass sogar dein selbst erstellter Charakter bei FIFA die Bank drückt. Aus Rache warte ich, bis deine kleine 7 ist, machen Bill Cosby mit ihr und 2 Gleichaltrigen. Digga, das ist Trisomie 21. Was geht ab? Am 12.10. ist es wieder soweit. Top Tier Takeover präsentiert diesmal zusammen mit Kollega das sogenannte Alpha Royal Battle Turnier. Da treffe ich in der Vorrunde auf Kato. Ich habe auch richtig Bock auf das Ding, ich bin gut vorbereitet. Wir sehen uns auf der Bühne. Hunde, die bellen, beißen nicht und deshalb bin ich die Ruhe in Person. Zwei der asozialsten momentan. Sehr interessante Paarung. Wen haben wir noch? Das nächste Match wird bestritten von RV gegen Cynic. Ja.
laberst das meiste Jahr vergleichbar mit einem Kuhfladen, nur Scheiße war. Kommst du heute nicht vorbei an mir? Ich bin ein zu starker Verteidiger, brutaler Beleidiger. Du bekamst heute von allen Seiten ins Gesicht, so wie ein Bu-Kake-Beteiligter. Top-Tier Takeover präsentiert Alpha Royal. Ich battle Cynic und wenn ich sage, ich battle Cynic, dann meine ich auch, ich battle Cynic. Die beiden Freundschaftsbattles gegen Cassius Clay, gegen Finch. Sowas passiert nicht am 12. Am 12.10. in München. Top-Tier Takeover, RV-Komplize. Junge! Junge, ich bin respektlos! Seine Mutter feiert Hip-Hop, seine Mutter feiert Hip-Hop. Für die sind nur Helden in der Juice. Die guckt den ganzen Tag Manuelsen-Interviews. Aber ich finde die trotzdem geil. Deswegen stehe ich bei der vor der Tür wie ein Vertreter. Ich sag, zieh dich schon mal aus, ficken für später. Du Opfer, ich Täter. Mach Musik am Mambo Number 5, Lou Bega. Ich fick dich auf der Couch so mega. Ich find deinen Arsch so mega. Und seine Mutter meint so, du fickst mich niemals, Kollege. So, wunderschönen Abend, meine Damen und Herren, SSY, NEC, Cynic, AK, ihr wisst doch den Rest. Also, 12.10. Technikum München. Ich will nicht zu viel versprechen, aber wer sich da keine Ticket holt, ne, der macht wirklich einen Riesenfehler. Kollege und Tiers haben was Böses auf die Beine gestellt und natürlich darf der Most Viewed nicht fehlen. Deswegen holt euch Tickets für den 12.10. Technikum München. Ich schwöre auf alles, ihr werdet es nicht bereuen. Haut da rein. Ja, RV gegen Cynic, auch eine spezielle Paarung, wird lustig. Und dann haben wir noch ein Sahnehäubchen am Ende. Jetzt kommt's. Wir haben tatsächlich Davy Jones gegen Mighty Mo. Das warst du, Ronk. Das hier ist der König von Babylon. Ich schicke dich nach Avalon. Und man sagt ja der keltischen Legende nach, Avalon sei das keltische Jenseits, wohin die Seele reist. Aber es ist nur ein Ort, an dem man nur über den Weg der See erreicht. Das ist also paradoxer Scheiß, denn ich bin D zum Jones. Betrachtet man meine Story und obwohl wir beide in unterschiedlichen Welten wohnen, wenn ich ihn kille, sitzen wir am Ende seines Ablebens im selben Boot. Guard it, fuck it, ciao. Digga, jetzt pass mal auf, Alter, ja? Ich weiß gar nicht, was du mir erzählen willst. So, das ist meine Stadt, das ist mein Territorium. Technikum habe ich immer rasiert. In München wurde ich noch nie besiegt. Zwar von niemandem besiegt, Alter. Weißt du, wie ich meine, Alter? Ich habe in den letzten 2 Jahren mehr Battles gemacht, als du in deiner ganzen verfickten Scheißkarriere, Alter. Was willst du mir erzählen? Was willst du mir erzählen? Soll ich dir mal was sagen? Du nimmst jetzt deine BMCL-Kette, wickelst sie um den Hals. Am besten hängst du dich dann gegen einen Baum auf. Sonst komme ich nach München am 12.10. und steck sie dir quer in dein Arsch, ihr habt richtig gehört. Davy Jones gegen Mighty Mo im Technikum, 12.10. Und ich wünsche dir eine schöne Vorbereitungsphase, Alter. Es wird dir leider nichts helfen. Viel Spaß, gute Nacht. Geh jetzt wieder in dein Feldbett nach schlafen, in deinem Bundeswehr-Feldbett. Ich lass mir hier im 5-Sterne-Hotel erstmal die Eier krauen von irgendeiner Birch. Hast du gehört, Alter? 089 representing, I'm out. Aha, Junge, dein gesamter Output ist weak und keine belangvolle Kunst. Du bist so unbedeutend, als ich dich gegoogelt habe, stand da, warum? Yo, Davy, alter Hampelmann. Ich spreche jetzt mal aus, was eh schon alle wissen. Ich gewinne dieses Turnier. Ich gewinne die 10.000 Euro und pipapo, was alles dazugehört, das ist mein Scheiß. Der Scheiß gehört mir und sonst niemandem. Ich bin der Sieger. Alle anderen werden sich anstrengen, aber am Ende versagen. Und du? Du versagst schon ganz am Anfang. Weil für mehr taugst du nicht, Digga. Außer Kanonenfutter für den Champ. Und das weißt du auch. Und tief in deinem Herzen weißt du auch, Digga, dass du ein Nichts und ein Niemand bist. Du kannst einfach nichts. Außer lautstark so zu tun, als ob du was könntest. Ja, und das respektiere ich, weil manchmal zieht die Nummer sogar. Aber bei Mighty wird das nicht funktionieren. Also, du abgebrochenes Stück Scheiße. Wir sehen uns. Also, wenn da keine Eskalation, dann weiß ich auch nicht mehr, ne? Die ist vorprogrammiert. Check das aus, Alpha Royal, eine neue Ära beginnt. Das größte Battle-Turnier im gesamten deutschsprachigen Raum. Also merkt euch das, Top-Tier-Takeover, 12. Oktober, München, Technikum. Seid am Start, sichert euch euren Eintritt. Peace.